Hallo und willkommen zurück zu Baphomets Fluch 1, The Director's Cut, alias The Broken Sword 1, Shadow of the Templars. Wir müssen reden mit unserem netten Herrn hier auf jeden Fall. Oder liegt was? Okay. Hallo, guter Mann. Was? Also eigentlich müssen wir doch viel mehr machen. Da haben Sie aber eine böse Erkältung. Zum Beispiel Kreuzklauen-Spoiler. Sobald die Worte meine Lippen verlassen, tun sie mir schon tierisch leid. Gibt es eine Erkältung, die nicht böse ist? Die Frage habe ich schon Pater Mahoney gestellt. Vater, sage ich, warum wurden wir geboren, um unter Rotznasen zu leiden? Was hat er gesagt? Er sagt, das wäre meine Belohnung, weil ich mich die ganze Nacht wie ein Sünder draußen rumtreiben würde. Brüder Frömmler. Egal, das hier ist keine gewöhnliche Erkältung, das ist Heufieber. Polynosis? Danke. Sie sind nicht zufälligerweise von der Polizei, hä? Entschuldigung. Polizei? Nein, das wüsste ich. Können Sie dieses Werkzeug identifizieren? Nein. Erkennen Sie den Mann auf dem Foto? Ohne meine Brille kann ich eh nichts erkennen. Sagt Ihnen diese rote Nase etwas? Nix. Der ist ja gesprächig. Sie könnten dieses Taschentuch gebrauchen. Sowas benutze ich nicht. Diese Dinger sind einfach nur unhygienisch. Boah, recht hat er recht. Hey, aber auch Sie nur einmal verwenden. Wenn ich mir dann schon Theater schwinge. Muss ich nicht anstecken, George. Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Ich schon. Aber danach niemand anders mehr. Hohoho, schön voll Rotz. Dieses Streichholzbriefchen? Nichts. Verschwinden Sie und stören Sie mich nicht dauernd. Nein, ich bleib noch bei Ihnen. Werfen Sie doch mal einen Blick auf diesen Ausweis. Darüber weiß ich absolut nichts. Darf ich Ihnen ein Bier ausgeben? Nett von Ihnen, aber ich trinke das Zeug nicht, was Leary hier ausschenkt. Was ist los damit? Ich habe gesehen, was es anrichten kann. Können Sie mir sagen, wie ich in das Schloss hineinkomme? Schlagen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf, Jungchen. Lochmann Castle ist verflucht. Das hat mir auch der Junge da draußen gesagt, aber ich glaube ihm nicht. Dann sind Sie ein Dummkopf. Geister stören mich nicht. Ich will das Schloss sehen. Können Sie aber nicht. Ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber es gibt hier niemanden, der mich davon abhalten könnte, oder? Richtig. Zumindest kein Mensch. Aber eine Ziege. Haben Sie den Geist mal Spoiler. Gesehen? Ja doch. Mit meinen eigenen Augen. Können Sie den Geist beschreiben? Es war furchtbar. Ein schrecklich verkrüppeltes Biest. Langer Schnabel, zerzaust, schlagende Flügel. Sind Sie sicher, dass das kein Tier war? Ein Kaninchen? Ein Stinktier oder sowas? Stinktier? In Lochmann? Das möchte ich gerne mal erleben. Nein, das war einwandfrei ein Geist. Ich glaube, ich weiß, was Sie auf der Burgmauer gesehen haben. Ich weiß, was ich gesehen habe. Das glaube ich nicht. Es war der kleine McQuire. Was? Er saß am letzten Dienstag nachts auf der Mauer. Er dachte, Sie wären das Phantom von Lochmann. Oh. Kennen Sie Pegram, den Archäologen? Das ist der mickrige Typ, der am Schloss rumschnüffelt, ja? Nein, den kenne ich nicht. Rüffeltee. Was machen Sie denn da? Das ist eine Halskette, Jungchen. Oh, klar. Aus Stahldraht. Richtig. Eine Halskette für meine Süße. Wenn mein kleiner Liebling fühlt, wie sich die Kette um den schlanken Hals legt, gehört sie mir. Mir ganz allein. Bis oh, dann. Klar. Erstmal gucken wir, was das hier ist. Hören wir dich. Ah, jetzt. Jetzt immer, wenn er liest, kann man die nämlich nehmen. Sobald der alte Macker mal nicht hinsieht, klaue ich mir sein... Also, tat er aber schon arg aufgehört zu lesen. So, jetzt müssen wir wieder mit... Wirt sprechen, denn wir müssen, glaube ich, seine Waschmaschine reparieren. Entschuldigung. Waschmaschine. Ja, Sir? Garantiert nicht Spülmaschine. Sagt Ihnen dieses Stück Draht etwas? Nein, absolut nicht. Ah, mussten wir damit nicht. Kann ich bitte noch ein Bier haben? Natürlich, Sir. Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Dasselbe nochmal? Ja, bitte. Wie wird das Zeug gemacht? Das ist das Geheimnis der Braumeister, Sir. Jedes Fass wird voller Liebe in traditioneller Weise behandelt. Aufgehängt an sorgsam geknüpften Seilen aus feinstem Hanf. In den Keller hinabgelassen unter Mithilfe der Originalschwerkraft. Wie Manna vom Himmel. Ja, und jetzt kommt's, glaube ich.
Nein, ich glaub, also ich. Noch ein Bier. Nur noch ein Bier. Entschuldigung. Ja. Hey. Dasselbe. Ich selbst. Nee, wirklich im Ernst. Okay. Haben Sie schon mal daran gedacht, McDivitt's in eine Cocktailbar umzuwandeln? Cocktails sind schick, cool und sehr populär bei jüngeren Kunden. Was? Kids in der Bar? Können Sie sich das vorstellen? Pinball, Pickel und Popel. Okay, schon verstanden. Ich nehme ein Glas Stout. Ah, noch nicht. Ich meine, wir müssten eine gewisse Menge kaufen. Ja. Noch ein... Geben Sie... Ich finde... Also ich muss... Entschuldigung. Ja. Mehr... Ich finde... Also ich... Schade. Dann reden wir nochmal mit McGuire. Ich habe die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Pub geschlossen und reißt mich fast um. Egal. Haben wir das nicht schon gesehen? Er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Ja, da, jetzt ist es. Er ist tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Ich glaube, da hat er etwas nicht aktuell im Spielstand geladen, aber ist ja kein Problem. Wir haben ja jetzt nicht wirklich was verpasst. Ja, der Frauenkobold, dann können wir es halt auch. Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Ja, das Gespräch. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Vielleicht haben wir auch nur ein ganz normaler Mensch, der irgendwie mitten in einer miesen Intrige steckt. Und Sie sind blau. Wohl kaum. Na klar doch. Sie haben dieses eklige Bier in der Kneipe getrunken. Nur ein paar Gläser. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich hab nichts. Ah, hier erinnere mich. Der hat mich ja nicht. Ist alles viel zu schnell gegangen. Vielleicht ist das Päckchen ja irgendwo ich verschwunden. Ich glaube, das haben wir doch noch nicht. Bis später. Okay. So, hier der Mechanismus. Braucht wir irgendwas? Könnte der Draht gewesen sein. Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Oder so. Das Ding. Hä? Was brauchst du denn? Es ist unmöglich, den Schalter... Kannst du das mit dem Kanaldeckelwerkzeug öffnen? Ich ziehe an der... Und ihn verschlossen. Ach, ich erinnere mich. Nämlich ja zu viel. Kannst du dazu noch was sagen? Entschuldigung. Ja. Schade, irgendjemand also muss doch dazu noch was sagen können. Hey. Wissen, was ich machen muss. Dann mal... Entschuldigung. So. Ich habe den Verdacht, dass Fitzgerald etwas von Pegram bekommen hat. Ich fand auch, dass er sich merkwürdig benahm. Ich rede von dem Edelstein. Er hat da so etwas gesagt. Haben Sie nicht gerade mit ihm geredet, als er aus der Bar raushaunte? Ja, yeah, klar. Eine kleine Unterhaltung, das ist alles. Ja, also ist er gestorben wahrscheinlich. Er hört nicht zu. Haben wir hier unser Pater? Na, bin ich jetzt blöd? Ich mein... Strom, irgendwas war damit. Hallihallo. Was? Bis dann. Irgendwas müssen wir machen, ich weiß es doch. Ich kenne nicht mehr die genaue Reihenfolge und weißt du das, was mit dem Mechanismus zu tun hatte? Es ist unmöglich. Was ist damit nicht zu tun? Boah, jetzt habe ich aber keine Ahnung. Wenn wir den Pater mal auf seine Kette ansprechen. Warum bin ich jetzt aufgeschmissen? Ich hab Hallihallo. Das doch schon was? Gespielt, diese Szene. Hier, der Draht gehört Ihnen. Und ich im Director's Cut. Nein, hab ich noch nie gesehen, nein. Bis dann. Okay, der Typ ist ein bisschen, Okay, jetzt bin ich aber... Also jetzt bin ich verwirrt, dann gehen wir nochmal hoch. Oder er später dran? Irre ich mich irgendwie?
Ja, unser Schafhirt, unser Lämmerhirt, sagt er noch was? Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Ja, yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der meinen Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Das ist ja eine Erleichterung. Der Wollen Sie Ihren Neffen suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen besserer Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen. Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich's wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht. Aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen? Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen? Nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. Nein, ich passe einfach drauf auf. Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen. Da würde er sich dann schön besaufen. Er zog in Richtung auf McDavids Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen. Ja, hoch da. Und da brauchen wir über die Kanal. Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer. Ich kann mich recken, so viel ich will. Die Mauerkrone ist außer Reichweite. Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland. Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein. Er bleibt in der Wand stecken und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus. Und gleich kommt so ziemlich die nervigste Szene im ganzen Spiel. Egal was man macht, guck mal, ich demonstriere euch das mal. Und in dem Moment muss man schnell sein, das weiß ich noch. Muss. Entweder hinkonnten oder... Warum mussten wir das verschieben? Der Strick, mit dem die Ziege festgebunden ist, hat sich in der alten Pflugschar verheddert. Und jetzt wird runter. Also wie ich im ursprünglichen Spiel hier 3 Milliarden Jahre wartet habe, es nicht hingekriegt habe. Boah, diese Auflösung. Legendär. Also die Szene habe ich schwerer in Erinnerung gehabt. Naja, man muss ja erstmal drauf kommen. Gott, da weiß ich noch, das war nervig. Hier musste man nicht mehrmals hin. Die Statue ist zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt in den Sand. Okay. Jetzt stellt's wieder auf. Als ich den Stein aufstelle, bemerke ich, dass er ein paar Löcher im Sand hinterlassen hat. Ja. Ich stecke meine Finger in die 5 Löcher, die der heruntergefallene Stein hinterlassen hat. Echt komisch, sie passen perfekt. Genau wieder oben. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nicht sieht da einfach irgendwelche Löcher in der Wand, steckt da einfach mal seinen Finger rein.
Ich versuche, die Platte zu bewegen. Vergeblich. Was ist das für ein Geräusch? Ort. Ja, das ist Gips. Und was brauchen wir für Gips? Wasser, richtig. Als ich meine Finger in das weiche, weiße Pulver stecke, wird mir klar, um was es sich handelt. Gips. Damit habe ich im Kindergarten Abdrücke von Pfotenspuren gemacht. Genau, und um das Gips anzurühren, müssen wir wieder in die Bar gehen. Das machen wir in der nächsten Folge aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.